kurz ein Video. Ich habe hier einen BC547C, wo ich den Kollektor hier auf Plus gedrückt habe. Die Basis ist offen und der Emitter geht über Brücke auf die Basis vom nächsten Transistor. Da sieht man es, der Emitter geht über Brücke auf die Basis von dem. Der Emitter von dem Transistor auf Minus und der Kollektor über 10 Kilo Ohm Widerstand auf Plus und der Kollektor auch nochmal über 1 Kilo Ohm Widerstand auf Basis von dem Transistor. Der Transistor auch wieder Emitter auf Minus, der Kollektor von dem über 1 Kilo Ohm auf Plus, das ist 1, 1 und 10, also 1 Kilo Ohm auf Plus. Und der Kollektor geht auf das Gate, auf den Gate-Pin vom MOSFET. Der Source-Pin vom MOSFET geht auf Minus, auf Masse. Und der Drain-Pin, also Gehäuse oder Drain, geht über eine 21 Watt Glühbirne auf Plus. So, jetzt ist die Schaltung so empfindlich. Ich habe jetzt die Spannung hier genau auf 9 Volt. Den Kondensator habe ich nur reingesteckt, um hier Minus und Plus 9 Volt anzulegen. Und wenn ich mit dem Finger hier da anfasse auf der Basis, leuchtet die Lampe. Lasse ich wieder los, geht sie wieder aus. Okay.